Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sweet Transit. Und da heute der 1. Januar für euch ist, für mich nicht, sage ich euch schon mal ein frohes neues Jahr. Bei mir kommt das noch. Ja, wir haben mich heute bei mir, den 23.12. um 4 Uhr morgens, Klassiker. So, was tue ich jetzt nun? Wir haben im letzten Mal festgestellt, dass wir hier einen Bug haben schon wieder mal. Die Gebäude kriegen keine Arbeiter. Obwohl die damit verbunden sind, der ist damit verbunden und die Züge fahren auch und die sind ja gerade wieder auf dem Abgang. Ich mache nochmal ganz kurz übrigens hier das Ding da weg. Wir machen wieder hier für Passagiere mit einem Viertel. Die kommen schon wieder, aber ich habe das Gefühl, dass das Ding irgendwie kaputt ist. Ich weiß nicht. Das macht für mich wieder keinen Sinn hier. Bin ich ehrlich, ist ein kompletter Scheiß schon wieder. Wobei, der die Verbindung anzeigt. Der zeigt die da gar nicht, der zeigt nur die hier. Du sagst mir jetzt nicht, dass nur eine einzige Verbindung geht, oder? Ey, Kumpel. Oh mein Gott. Ist das immer so, dass nur eine Verbindung geht? Oh mein Gott, das wäre ja so eine scheiß Katastrophe. Jetzt habe ich gerade ein schönes Ding gefunden, wie man das rundum bauen kann. Ja, dann kannst du dich auch mal ganz kurz gepflegt verpissen. Ey, sie produzieren Baumwolle. Das ist jetzt ja Wahnsinn. So, der ist jetzt zack, zack, voll. Ach, mein Gott. Das ist ja so dämlich. Oh, kein Treibstoff mehr. Warum? Da wird doch nachgetankt unten. Ja, nice. Das ist den ganzen Verkehr ausbremsen. Na, oh, nice. Oh, guck's dir an. Wunderschön. Deswegen haben wir zum Glück zwei Bahnhöfe. So, schön abladen und nachtanken, bitte. Hä? Wieso, dass ich jetzt nicht... Ach, was ist... Also... Weil die es nicht brauchen. Oh. Dieses Spiel macht mich so irre, Mann. Holz. Ey, ich komme nämlich durch den Bildschirm gesprungen hier. Was soll denn... Holz, Klassiker. Verstehe ich, verstehe ich. Komm, Holzzug. Fick deinen Arsch! Danke. So, wie sieht's jetzt hier aus? Ihr kriegt für Kleidung auch Geld. Das müssen doch dann eigentlich 20 Münzen. Und 5 mehr Bewohner sein. Was, 205? Dann haben wir 5000 Bewohner. Ui. Dann müssen wir die nächste Stufe haben, ne? Dann sind wir ein riesiges Dorf. Dann haben wir tatsächlich genau 5000 Bewohner, theoretisch. Und so gesehen müssten die Herrschaften doch eigentlich dann nochmal jeweils 25, also insgesamt 25 mehr Münzen geben. Plus hier die ganzen 4 Münzen für jeweils die 5 Leute noch. Da müsste das Geld ja auch aber massiv ansteigen, oder? 4.485 haben wir jetzt, das will ich jetzt wissen. 4.485, sorry fürs Husten übrigens, weil ich bin immer noch ein bisschen krank. Kann ich auch nichts für, Mann. Tschut, tschut. So, 4.485 haben wir minus.
So, der lädt sich ab und... Einwohnerzahl 2 erreichen, eine Einwohnerzahl von 5000. Leute, ist die einfach instant nach oben gesprungen, oder was? Siedlung 1. Besitzt eine Siedlung mit einer Einwohnerzahl von 5000. Nice. Alter. Brrr, Geld direkt nach oben geschossen, Junge. Und die Gebäude verdienen jetzt nicht mehr 160, sondern 225. Also rein rechnerisch gesehen haben wir jetzt einen Unterschied von... Warte. Da ist ein Rechner, weil das mache ich jetzt mal nicht im Kopf, dann kann ich mich nur blamieren. 225 minus 160 sind 65 mal 200. Dann haben wir jetzt genau 13.000 Unterschied in der Einnahmequelle. Ja, warum haben wir denn trotzdem nur 3.000? Weil irgendwas wieder kaputt ist, keine Ahnung. Mal sind die Einwohner ja auch ein bisschen weniger. Ist doch scheißegal. Solange es Plus ist, ist mir das eigentlich komplett irrelevant, so egal. So, Kleidung kann weg. Jetzt haben wir eigentlich genug von den anderen. Ne, jetzt sind natürlich Kartoffeln zu wenig. Ach, ist mir auch scheißegal. Mein Gott. Können die dafür eigentlich auch noch mehr Einwohner bekommen? 5. Oh! Hey, aber warte mal, warum sind jetzt Kartoffeln zu wenig? Macht da gar keinen Sinn. Das ist doch trotzdem nur 1 pro Minute. Kartoffeln müsste aber eigentlich gehen. Weil wir haben 200 Kartoffeln, die wir benötigen. Die hier produzieren 60. Also haben wir jetzt 140, also mehr als genug Kartoffeln theoretisch. Kartoffeln sind hier easy peasy voll. Und werden auch super leicht nachproduziert. Also gar kein Problem, bevor dann der nächste Zugriff da ist. Ja, voll, also die Produktion ist easy. Und wie sieht es hier oben mit Kartoffeln aus? Vielleicht müssen wir noch einen Zug dazu reinpacken. Ah, aber es ist eher der Transport, nicht die Produktion. Tatsache, es ist echt der Transport. Okay, ich meine, so teuer sind die Züge ja nicht, ne? Wie teuer ist der im Unterhalt? Wartung 10. 20. Der hier mal nicht. 10. Also 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Ja, geht vom Preis auf jeden Fall voll klar. Du gehst dann jetzt Danzig Kartoffeln noch fahren. Weil es müsste mich eigentlich gehen. Auf geht's. Dann haben wir die mich auf jeden Fall schon mal immer perfekt da drin. Ohne Probleme. Und auch die Fische klappt natürlich easy. Das sollte auch kein Problem sein. Weil Fisch haben wir, wie ihr seht, ja auch hier eine Produktion von 20. Weil Fische werden halt auch mit 20 produziert, ne? Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Ist also easy. Warum eigentlich so viel Fisch? Hm. Wobei, was heißt viel? Müsste eigentlich genau passen, ne? Ja gut, auf jeden Fall, sind das schon mal ganz gute Werte, wenn ich mir die so angucke hier. Nice. Dann wäre das nächste Ziel eigentlich Brot, ne? Ist Holz schon wieder leer? Wie Produktion 0. Ja, weil das Ding hier voll ist. Daran liegt's nicht, Kumpel. Die Transportwege schon wieder, ne? Ich könnte ja kotzen. Alter, die haben einen 5 cm Weg hier. Als ob die es nicht schaffen. Ja, dann nehmen wir nochmal den Flachwagen hier. Nochmal. Ja, das ist ja gar kein Problem. Lager. Holz. Gönn dir. Weil Produktion haben wir hier easy. Hier sind immer 10.000, aber nee, 9.985 drin. Das sollte gar kein Problem sein. Guck mal, der Holzzug ist gerade raus, instant wieder voll. Instant. Gar kein Problem.
Zack, kommt reingefahren. Voll. Rausgefahren, ist wieder voll. Die können gar nicht leer machen, die Waggons hier. Guck mal an. Die Produktion ist enorm, die wir hier haben. 90. Wir haben hier 900 einfach pro Minute, ja? Wir brauchen 329, also Holz haben wir weit mehr als genug. Das ist eigentlich schon eine Frechheit, dass das da oben nicht so ist. Oh, hier wird langsam voll, du. Das ist aber doof. Das ist echt nicht so gut. Scheiße. Wie kannst du denn schon wieder... Ach, ich weiß doch auch nicht, weil es doch alles komisch. Jetzt geht ihnen der Treibstoff hier auch noch wieder aus. Ja, jetzt hat er wahrscheinlich zu viel in der Strecke, die er fahren muss, ne, der Kohlezug. Ist das alles doof, Mann. Jetzt fährt er erstmal zu Stein. Baumwolle meine ich. Tatsache, es wird echt leer. Oh, ja. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll, du. Vielleicht müssen wir irgendwann nochmal hier die Wege da ein bisschen ändern, dass wir quasi jeden Block, jeden Viererblock so seinen eigenen Ein- und Ausgang haben, weil es wird ja jetzt schon eng hier. Oder sogar noch krasser, sowas wie Holz einfach direkt an so eine eigene Schiene hier anbinden, da gar kein Unterschied zwischen ist. Das ist gar nicht im Hauptnetz mit drin, dass wir das irgendwie so entlasten später. Dass wir irgendwie so eine einzelne Außenstation haben, die ja nur für sowas ist dann. Weil, wenn es jetzt hier schon so voll wird, ich meine, noch geht's, ja, aber... Gut, das passt auf jeden Fall jetzt auch. Das ist alles jetzt easy. Das alles haut hin. Auch hier, ausgeruhte Arbeiter, klappt auch mehr oder weniger ganz gut. Wir sind wieder Millionär hier. Easy. So, dann fehlt Brot. Wie produzieren wir Brot? Brot hat einmal eine Weizenfarm. Klar. Produziert 120 Weizen. Ja, moin. Das klingt sogar ziemlich gut. Wartung 2000. Du musst natürlich wieder übertreiben, ne? Ist klar. Eine Bäckerei. Da brauchen wir 4 Stück von. Wunderschön. Ich bin ehrlich, vielleicht müssen wir doch ein bisschen reduzieren hier. Weil über viel zu weit über hier over the top dürfen wir gar nicht gehen, wegen den Limits. Kann man aber nachher immer noch machen, wenn da irgendwas zu viel ist. Ja, 4 Bäckereien brauchen wir auf jeden Fall. Zack. Einfach langziehen, Straße zwischenballern und gut ist, das reicht schon. Ja, doch, passt. Und die brauchen jetzt, weil die produzieren jetzt hier, wie ihr seht, aus 60 machen die 60. Und das heißt, wir brauchen jetzt auch eine mindestens 200 große Produktion davon. Und wenn ich jetzt nicht ganz blöde bin, dann sind das gerade mal 2 davon. Und da geht's schon wieder los. Ich sag's, wie es ist, wir müssen uns eigentlich dahinter bauen. Wenn es jetzt wirklich der Fall sein sollte, dass die Bahnhöfe sich nur mit einem verbinden können, ne, dann wäre das aber richtig beschissen, ich bin ganz ehrlich. Das wäre richtig Müll. Mein Gott.
Ich würde es jetzt einfach erstmal damit anschließen. Bin ich ganz ehrlich. Weil wir brauchen nur zwei Stück davon erstmal. Dann können wir erstmal die ganzen Updates abwarten. Mal gucken, was da noch alles irgendwie kommt, bevor wir da weitermachen. 100 Holz. Wie kann denn jetzt schon wieder Holz nicht gehen? Ich schwör's euch, die hängen da fest. Siehst du, jetzt haben wir nämlich ganz viel bekommen. Ja, das ist komisch. Weizenfarm. Oh, die haben ein bisschen mehr Reichweite. Cool. 240, ja moin. Ich stehe jetzt wegen einem Feld. Na, ist auch egal. Oh mein Gott. Die haben richtig fette Silos. Junge. Die Gebäude unterscheiden sich ja mal in irgendetwas. Wie unerwartet. Weißt du, was mich das Lied erinnert? Ich glaube, das ist Probleme, die ich früher noch nicht hatte. Ich glaube, das ist das. Merkt euch die Melodie? Ja, das ist doch jetzt gemein mit Immer Werbung. Immer wissen, was zu Hause los. Ganz leger, den Kragen meines Hemdes offen über dem Revier. Jetzt heiratet ein Freund von mir in ein paar Tagen. Und ich soll dazu ein bisschen Krawatte tragen. Das sind Probleme, die ich früher noch nicht hatte. Wie zum Teufel, wenn... Ey, könnt ihr das mal reinhören? Auf jeden Fall entweder das hier oder... Da muss er durch. Eins... Nee, ich glaube, da muss er durch. Hat noch eine andere Melodie. Aber das erinnert mich so heftig immer an Bodo Wartke. Wahrscheinlich gefällt es mir deswegen auch so gut. Weil Bodo Wartke ist ein richtig guter Künstler. Nice. So. Danzig... Getreide. Heißt doch Getreide hier und nicht Weizen oder so ein Scheiß, oder? Ich sag's euch, das heißt wieder, es heißt Weizen, oder? Oh Gott, Morten. Okay. Ja, du fährst bitte einmal von Baumwolle. Macht auch voll Sinn natürlich. Nach Danzig. Mit voller Fracht. Danzig Baumwolle. Baumwolle. Nee, Getreide ist diesmal ein Gondelwaggon. Okay, schön, schön. Gondel. Ich werde die Farbe zwar safe niemals im Leben hinkriegen. Grün! Die war grün! Das ist ja ganz wild. Aber so ein kackgrüner Dingens, ey. Ah, geht, ne? Geht. So, ja, so passt. So passt. Boah, gibt der richtig Vollgas. So lobe ich mir das. Gib Gummi, Junge. Zack, 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 zack. Da passiert noch nichts.
Aber er könnte, ne? Hä? Jetzt sag mir nicht, du kannst es nicht machen. Weil so ein Verteilerzentrum nur eine Ressource haben kann. Das wird ja immer dümmer. Oh. Das ist ja so dumm. Jetzt habe ich die extra dahin gebaut, ne? Oh. Jetzt können wir es wenigstens testen. Klappt das nicht, dass ich das hier dran setze? Ey, komm, bitte. Gönn mir doch wenigstens den jetzt gerade mal. Bitte. Sei kein kompletter Arsch. So. Schön große Fläche. Noch ein Getreidepunkt. Ja, wenn er mich verkackt, ist auch scheißegal. Wenn wir jetzt wieder die Silos haben, ist auch kein Ding. Bitteschön. So. Er nimmt echt nur ein. Echt jetzt? Also ihr könnt mir ja sagen, was ihr wollt. Ja, aber das ist ja logistisch gesehen richtig schlecht. Du kannst nur ein Verteilerzentrum anschließen. Ein einziges. Aber es ist Pflicht für einen Bahnhof, ein Verteilerzentrum zu haben. So. Er kann nur eine Ressource darin lagern. Also sowas hier würde auch nicht gehen. Was ist das denn für ein Scheiß? Wie willst du nur in dem Spiel groß bauen, wenn alles, was irgendwie ein bisschen größer ist, direkt vom Spiel selber kaputt gemacht wird? Ich weiß nicht, irgendwie, das versaust jetzt gerade so ein bisschen, bin ich ehrlich. Weil ich müsste jetzt einen eigenen Bahnhof dafür bauen und die ganzen großen Bahnhöfe, wie ich sie geplant habe, die funktionieren in der Größe gar nicht, weil man die Gebäude da gar nicht bauen kann in der Ordnung. Du musst ja wirklich denn... Das ist doch alles scheiße. Das verwurzelt einen wirklich komplett jetzt ohne Scheiß. Du kannst nur ein Verteilerzentrum bauen. Allein das ist ja schon scheiße. Du bist ja quasi angewiesen, einen Bahnhof zu bauen, der so aussieht. Weil guck mal, der kriegt jetzt dann hier seinen Bahnhof hin. Nee, noch besser. Noch besser. Der kann ja eh nur eine Ressource tragen. Mehr geht doch gar nicht. Dann, hallo, nein, hier. Der kriegt jetzt hier hinten einen Bahnsteig hin. Mit 1, 2, 3, von mir ist sogar 4 Linien. Ja. Aber wobei, das können wir sogar noch besser machen. Komm. Das nicht mal das kriegt er. Der kriegt aber nur eine Hälfte davon. Ja, warte, muss ich nochmal eben ganz kurz neu ziehen. Aber wie schlecht ist das denn bitte? Das heißt, der ist jetzt quasi dazu verpflichtet. Genau, Brücke, danke. So. 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 Damit hier eine einzige Linie an Schienen vorbeikommen kann. Bin ich jetzt komplett doof?
Ja. Ne? Ich sag da jetzt mal nichts zu. Scheiße. Gar kein Problem. Reißen wir nochmal ganz kurz ab. Hä, was hab ich denn jetzt nochmal gemacht? Bin ich jetzt komplett dumm? Doch, eine Reihe davon war richtig. Dann zwei Schienen. Achso, ich habe Doppelreihe gebaut davon, ne? Ja, das war mein Fehler. Ja, ich bin. Ja, das. Ich hab mich schon gewundert. Ja, so. Ja, doch, klar, natürlich. Mein Gott, sorry. Also, so dürfen wir bauen. Weil wir müssen ja mindestens zwei Frachtzüge und mindestens zwei Dingenszüge. Dann haben wir noch ein, zwei frei. Machen wir drei Frachtzüge, vier Frachtzüge und zwei Passagierzüge. Mehr geht ja gar nicht. Und dann müssten wir ja diese Fläche hier schon nutzen, um ein Verteilerzentrum hinzubauen. Am besten so. Gerade dazu im Verlauf so. Eine Straße hinbauen. Und dann können wir jetzt hier versuchen, ein Produktionsgebäude hinzuklatschen. Was anderes kannst du gar nicht machen. Das finde ich persönlich echt scheiße. Wenn du es jetzt so baust wie ich hier mit so 12 Haltestellen, weil ich dachte, ey, für die Zukunft ist richtig schön groß bauen, nice. Kannst du nicht, weil das Verteilerzentrum dann nicht mehr da rankommt. Außerdem ist es sowieso scheißegal, weil du kannst nur ein einziges dran. Das finde ich immer noch so Quatsch irgendwie, ne? Das versaut einem so die Lust am Bauen jetzt hier, bin ich ganz ehrlich, weil du musst jetzt hier im Endeffekt 20 Bahnhöfe bauen. Das ist doch scheiße. Aber so einen großen Bahnhof hier bauen, mit ganz viel außenrum, das geht hier offensichtlich nicht. Da müssen wir so Bahnhöfe bauen und die halt dann ganz oft. Und dann so halt die Produktionsstätten. Anders geht's ja nicht. Da kannst du zwar nur einen einzigen Block in den Produktionsstätten bauen, aber da sieht es wenigstens immer so aus wie so eine kleine heilige Handgranate, weil hier die ganzen Produktionsstätten haben, da oben so ein kleiner Button drauf ist. Und für die ungebildeten Leute, sorry, ja, die noch nie Worms in ihrem Leben gespielt haben, eine heilige Handgranate. Perfekt. Sieht so übrigens aus. Ja? Das ist eine Holy Hand Grenade. Deswegen auch dieser kleine Button oben und eine Kugel. Weißt du, die Produktionskugel hier unten, in der Mitte ist ein kleiner Knopf da drin. Dann die Linie, die nach oben geht. Und oben ist dann halt die Haltestelle des Kreuzes. Ist doch eigentlich dann... Wir brauchen ganz viele kleine heilige Handgranaten überall hin. Aber es ist ärgerlich, weil dann können wir die Station schon wieder neu bauen. Ich meine, ich lasse die jetzt erstmal so stehen, bis wir es irgendwie ändern müssen, aber... Das ist doch kacke! Ja, aber dann können wir die hier auch ein bisschen nebeneinander bauen. Wir müssen jetzt so viele Stationen bauen. Och, ist das blöd. Auch mit der Einfahrt müssen wir nochmal irgendwie überlegen, wie wir es ändern können. Aber das finde ich irgendwie echt schade. Belastend. Naja, gut. Aber das hat mir jetzt auch echt ein bisschen die Motivation genommen hier, weil das finde ich jetzt echt scheiße, dass das nicht geht. Das ist ja so ein Quatsch. Ich meine, Gott sei Dank funktionieren die Bahnhöfe wenigstens. Ach so. Da war ja was. Bin ich jetzt auf jeden Fall kein Fan von, wie das jetzt so gelaufen ist. Weißt du, an sich ist das eigentlich ein echt cooles Spiel, nur diese ab und zu diese logistischen Details, weißt du, wenn die nicht funktionieren, das ist doch kacke. Weil das Spiel funktioniert dann nur mit Logistik. Und wenn der Aspekt nicht funktioniert, dann ist das ist doch scheiße. Weißt du, jetzt habe ich schon extra groß geplant, das würde ja theoretisch sogar klappen alles. Und dann kommt so ein Kack dazu. Ich meine, es wäre ja nicht mal ein Problem, wenn das jetzt nicht gehen würde. Wenn er nur eine Ressource haben kann, damit kannst du ja auch noch umgehen irgendwie, ja? Aber dass der nur ein Verteilerzentrum haben darf, das ist der komplette Killer für so einen Bahnhof. Dass er jetzt nur... Also das finde ich... Ja, weiß ich nicht. Okay, auf jeden Fall hören wir jetzt hier erstmal auf, warten erstmal noch auf ein, zwei Updates, gucken uns das nochmal an. Ansonsten müssen wir die Bahnhöfe einzeln bauen.
Aber je weiter ich das Spiel spiele, desto mehr merke ich halt, dass das mit logistischen Dingen hier alles nicht so gut funktioniert. Das gefällt mir irgendwie nicht ganz. Ich hoffe, die Updates bringen jetzt noch ein bisschen Erleichterung mit rein. Ich meine, darf ja auch nicht vergessen, das Spiel ist ja immer noch in der Beta, glaube ich. Schauen wir uns ganz kurz eben an. Es ist sehr positiv bewertet, aber irgendwie ist das Gefühl, dass die Leute nicht so Probleme haben wie ich da. Early Access, ja. Early Access, Beta, Alpha ist auch irgendwie alles das gleiche mittlerweile. zwei Stunden, nicht empfohlen. This game looks fun, but it was not, at least not for me. Having played countless hours in Transport Feather and Train Feather oder Transport Feather 2? Keine Ahnung. Ich kenne TF2 nur als Team Fortress, aber ist okay. I was looking for a new transit-orientated game and thought this was it. Sadly, it wasn't. The game seems overly complicated and is more of logic resource management game than city builder or transport simulator. Might be great for the right person, again, just not for me. Building stations, rails is in such a pain. Signaling is a nightmare. Das Signaling geht sogar noch einigermaßen, aber mit dem Platzieren der Schienen so ist schon echt ein bisschen eklig. The tutorial barely helps. Ja, geht. Okay, aber wenn du es halt nicht verstehst, das ist dann bist du selber schuld. Produkt kostenlos erhalten. Aha, guck mal an. This game is a must. Sagte er, während er es kostenlos erhalten hat. Finde ich schwierig, durch Bewertung. Being a fan of Railroad Tycoon, Railroad Empire. This is the ultimate open world railroad simulation I've seen so far. Oh, der ist bestimmt nicht gekauft. Nein. 300 Stunden. This game is a logistic challenge, which I enjoy. However, survival is a precautionary balancing act. It's like spending days building a house of cards, only to fall into a non-recoverable death spiral. I do not enjoy seeing all my work come to nothing and starting over can look like a major project, one that is hard to face. The devs should make the balancing act less precarious and provide more helpful info, like a breakdown of the expenses, for example, manufacturers. Is an expense category, my god, but deleting factories does not seem to affect it. Alter, wie viele Stunden haben die alle gespielt? Puh, da war schon los. I couldn't figure out how to use the signals and set the heck. Ich sag's dir ganz ehrlich, das ist auch bei Factorio schon der Fall gewesen. Die Signale haben die Leute echt immer erwischt. Aber das System ist doch nicht so schwer. Du musst doch nur die Signale bei der Einfahrt die Kettensignale nehmen und bei der Ausfahrt die normalen Signale. Ansonsten normale Signale trennen einfach die Segmente. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Ich meine, gut, du wirst wahrscheinlich irgendwie so ein, zwei Stündchen brauchen, das einmal so zu kapieren, aber dann geht das doch. Ah, schwierig. Aber dann ist nicht das Spiel schlecht, sondern du bist schlecht, weil du es ja nicht verstanden hast. Also, ist das. Sowas finde ich immer ein bisschen. Dann schreibst du keine negative Rezension. Ich finde, ja, dir persönlich hat es vielleicht nicht gefallen, aber nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern weil du kacke warst. Ich finde, ich bewerte ja auch nicht irgendwie. Wobei, das machen leider die meisten. Irgendein Spiel schlecht, nur weil ich im Spiel schlecht bin, so ist halt immer so eine schwierige Aussage. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt noch so macht. Da müssen wir tatsächlich sehr einfach nur einen richtig großen Haufen kleine Bahnhöfe bauen. Und die einfach gleich benennen. Als einen großen. Für die Städte lassen wir die großen Bahnhöfe, weil die finde ich echt sehr praktisch. Und auch tatsächlich optisch ganz cool. Die zählen komplett, ne? Als eine Gesamtkraft hier, ne? Die müssen dann nur irgendwie angebunden sein, ne? Ansonsten machen wir da vielleicht auch nochmal irgendwie so ganz viele kleine, aber das lassen wir erstmal, das lassen wir erstmal so auf jeden Fall. Weil das finde ich immer noch ziemlich cool, auf dem Aussehen her. Ansonsten machen wir so ganz viele kleine Einzelstationen überall so rein. Wenn das ja offensichtlich der Sinn des Spiels ist, viele kleine Sachen zu bauen als eine große Sache.
Ja gut, aber das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Dann danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.